Jawohl, und wir sind wieder Ballbesitz! Wir sind wieder Ballbesitz! Komm, Männer! Ja, die wissen alle nicht, wie ihre Trainer heißen. So, mein First Pick. First Pick. Wer fühlt sich angesprochen? Wir wollen, dass man sich an uns erinnert. Da ist er doch! Was geht ab, Leute? Wir sind hier heute beim Draft Day der Baller League. Das wird sehr, sehr episch. Wir haben hier unseren Trainer Dennis mit am Start und geheime Strategien, die wir euch natürlich heute noch nicht verraten werden, aber ihr werdet sehen. Was? Geheime Strategie. Geheime Strategie. Wen wir draften, wann wir draften. Ja, heute werden wir unser Team zusammenstellen für die Baller League. Und wie heißt unser Team? Pro-Tatos. Ja, genau. Die Bro-Tatos werden zu den Pro-Tatos mit der Hilfe von Dennis. Aber jetzt sind wir so ein bisschen profimäßig unterwegs. Ich freue mich, mit den Jungs zu arbeiten. Die Tatos sind cool. Und heute stellen wir unser Top-Team zusammen, um dann die Final Four zu garantieren. Ja, Final Four ist das Ziel. Ja, die Baller League, ne, ihr wisst, hat, der Mats, der hat die gegründet, glaube ich, mit Poldi zusammen. Mit Poldi zusammen, das wird hier so eine Legende. Kleine, so eine 6 vs. 6 Liga, kleine Halle, geiler Platz, zack, 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 geiler Fußball. Ja, und Holzi und ich, wir haben einfach ein Team auch hier, ne? Ja, ganz genau. Also da gibt es auch ganz viele innovative Regeln, die es so im Fußball nicht gibt. Aber auch vom normalen Fußball haben wir ja keinen Plan. Das sowieso, heißt, ne, wir können hier ein bisschen würfeln und hoffen, dass eine 6 dabei ist. Und wir haben auch sehr geile Konkurrenten, also ne, andere Teammanager, die zeigen wir euch gleich mal, die hier dabei sind. Und ich würde sagen, top. Die Wette gilt. Leute, hier steht mitten auf dem Platz einfach fettes Streaming-Setup. Was meint ihr, wer streamt hier gleich? Also ich hab so eine Ahnung. Ja, moin. Ich hab so eine Ahnung, wer hier gleich sitzt und streamt, ne? Ich sag nur. Oben am Kontoplatz habe ich hier 200 Spieler liegend so ausgedruckt, weißt du, so. Ja, ich sag mal so, gerade in den ersten Runden wird es ein wildes Gepicke. Ja. Ich habe Schätzfragen für den Fall der Fälle oben vorbereitet. Ja, sag mal ein, zwei schon mal. Jawohl, die habe ich schon an Felix Lobrecht verkauft. Ja. Bis gleich, Männer. Bis gleich. Wir haben ja noch einen Kollegen, der sich hier auch eingeschlichen hat, aber auf der dunklen Seite der Macht heute ist. Ne? Auch, wir wissen schon, bist du ein guter Trainer. Deswegen so verstehen wir ja auch nicht so ganz, warum du eigentlich nicht bei uns bist. Ne? Ja, ich auch nicht. Ja gut, egal. Hier sind wir dann Gegner, aber in der Kreisliga sind wir immer noch Verbündete. Ganz genau. Ja, wir kennen ja deine Strategie, ne? Die machst du ja auch bei uns so, ne? Deswegen können wir eins und eins zusammenziehen. Kurze Pfosten, ne? Ja, ja, genau, die Ecken können wir verteilen. Keine Ecke wird reingehen. Müsst du dich auch mal selbst einwechseln? Weil das ist unsere Taktik auch tatsächlich. Ja, einmal auf jeden Fall. Dann können wir einmal gegeneinander spielen. Wenn Hans sich einwechselt, dann müssen wir uns auch einwechseln. Hand drauf? Okay, machen wir. Oh shit, direkt erstes Spiel. Ich muss fit werden. Oh, ich kann auf jeden Fall Donnerstag nicht zum Training kommen. Manchester United. Pro Tatos. Bewertet dieses Trikot gerne mal in den Kommentaren. 1 bis 10. Der Logo ist auch geil geworden. Hier stehen überall so Whiteboards wie in der Schule. Und hier haben wir auch noch mal alle Spieler, die man heute draften kann. Natürlich haben wir im Vorhinein schon ein bisschen mit Dennis Abe geguckt. Aber hier können wir noch mal letzte Entscheidung finden. Guck mal hier. Boah, ja. 4 Sterne. Das ist auch sogar dein Nachbar hier, Joshua. Das ist tatsächlich mein Nachbar, ja. Oder hier, Torwart 5 Sterne, Skiller. Lukas, immer gut. Und tatsächlich sind auch viele Ex-Profis dabei, wie ihr hier seht. Kennt ihr bestimmt einige, ne? Der ist gut. Komisch, alle, die 3 Sterne haben, ne? Die willst du uns haben, ja. Wenn ihr mehr Baller League Spieltag-Vlog sehen wollt und Behind the Scenes, dann lasst jetzt ein Like dabei. 20.000 Likes kommt direkt der nächste Baller League Vlog nächste Woche. Wir haben das auf der Liste. Ich kann natürlich keinen Namen jetzt euch sagen. Wir sind Team Hollywood United. Bei mir, uns spielen auch irgendwie andere. Nicht nur unbedingt die Leistung eine Rolle. Ich sag dir ehrlich, für mich bist du auch wieder hier Geheimfavorit. Ja, ich guck mir die Leute an und denke mir, man kann schon spontan ein paar gute Picks machen. Ja, ja, dann sag ein Lach. Ja, lach nur. Und weißt du noch, was ich auch gegangen bin beim einen oder anderen Spieler? Wirst du merken, nach dem Namen, wie der Name klingt. Wie der Name klingt? Ja. Wir denken out of the box. Ja, hoffentlich reicht's. Also wir wollen nur ins Final Four. Wir wollen, dass man sich an uns erinnert. Hauptsache, wir haben damals gegen Twitch gewonnen, ne? Unvergessen, wie die da standen, so Eli Geller, ich denke, was los? Unvergessen, wie wir das gefeiert haben. Das ist mein Highlight, auf ewig. Trimax auch dabei? Hey, moin, ne? Und er war im Team Twitch damals. Hey, moin. Was erzählst du schon wieder? Er war damals im Team Battle of the Social. Ja. Er so gerade unvergessen, wie wir Team Twitch geschlagen haben und du kommst rein. Er war halt keiner damit gerechnet hat. Ja, hat auch keiner gerechnet. Hast du dir schon Gedanken gemacht? Ey, mein Trainer ist krass. Okay. Der hat 500 Listen dabei gehabt. Ja, okay. Wen hast du denn als Trainer? Ja, hier so ein Trainer. Ja, okay. Wer ist dein Trainer? Der läuft ja auch irgendwo. Auch irgendein Trainer. Wie heißt er denn? Sag mal, Max, wie heißt unser Trainer nochmal? Mr. Joe.
Die wissen alle nicht, wie ihre Trainer heißen. Doch, ja, es sind so viele Namen heute. Ja. Trainer muss aber wissen. Ja, Kevin. Kev. Der Kev ist es. Ja, aber das wird geil sein. Ne? 500 Leute, die hier drin sitzen. Wir sind da, Montagabend, gucken uns das an. Unsere Mannschaften laufen rein. Mega. Auch die Trikots, geil. Ja. Also es wird einfach mega. Ich bin sehr gespannt, wie es gleich wird, Alter. Danke an alle Teammanager, an alle Spieler, an alle, die beteiligt sind. Danke, dass ihr heute erstmal alle hier seid. Danke. Danke. Ich applaudiere in erster Linie für mich selbst. Du brauchst gut in die Konkurrenz. Das heißt, zweimal oder zwölfmal gibt es eine Fußballschätzfrage, die man irgendwie, also wo man sagt, Max Mustermann genauso gut beantwortet. Guck mal, Trimax ist gerade live hier. Und zwar da oben. Ah, okay. Der sitzt da oben und ist am Stream und wir können uns das hier reinziehen. Warte mal, man müsste mich ja dann da sehen. Warte mal. Ja, ja, hau. Auf entspannt. Nein, Bro, der ist noch hier knallt. Oh yes. Manche der Jungs haben hier wirklich, wirklich interessante Namen. Wie zum Beispiel Gottlove. Der liebt Gottheil, ne? Aber ist korrekt, ja. Den nehme ich als erstes. Ist bei mir auf jeden Fall in der Top 3. Sagt er zu jedem. Wenn wir dann auch noch in der Top 3 kommen. Das würde gut an Gottlove auch. Zum nach vorne gehen, wenn ich zu euch ins Team komme, aber behalte das immer an der Station. Holzi zeigt uns jetzt, wie er seinen ersten Pick macht. Mein First Pick. So, schnell gehen, Holzi, schneller. First Pick. Wer fühlt sich angesprochen? Der Spielerdraft ging los und der war richtig intens. Jedes Team konnte die Nummer von einem Spieler auf seine Tafel schreiben. Wenn kein anderer die gleiche Nummer hatte, hast du den Spieler automatisch bekommen. Wir haben uns natürlich vorher Gedanken gemacht und ich muss sagen, für uns lief es richtig gut. Wir haben genau die Spieler bekommen, die wir wollten, einen nach dem anderen. Doch dann kam es zu dieser Situation. Eintracht Spandau mit Hans Sapir als Trainer hatten die gleiche Nummer aufgeschrieben wie wir. Das heißt, wir mussten ins Stechen gehen. Dafür mussten wir eine Schätzfrage beantworten, und zwar wie viele Spieler sich für die Baller League beworben hatten. Wer näher an der Zahl dran ist, bekommt diesen Spieler. Eintracht Spandau hatte sich für 10.000 entschieden und wir für 16.501. Und der Spieler geht an die Protetos, denn es waren 16.800. Der weitere Draft lief wirklich sehr, sehr gut und am Ende haben wir ein Weltklasse-Team zusammengestellt, auf das wir sehr stolz sind. Der Draft ist vorbei. Wir haben unser Team und wir sind sehr, sehr glücklich und zufrieden mit den Jungs, die wir gedraftet haben. Eigentlich alles so aufgegangen, wie wir wollten, bis auf ein, zwei Sachen, aber dafür haben wir trotzdem noch krassere Spieler bekommen. Und nächste Woche geht für uns die Liga los, erster Spieltag und ich würde sagen, das seht ihr jetzt. Oh, und auf einmal sind wir da, ey. Wie sind wir hingekommen? Da ist schon das Team, wärmt sich ein bisschen auf und heute ist erster Baller League Spieltag. Let's do this. Unser Bachelor. Oh, jetzt mal taktisch noch aufzeichnen. Ja. Das ist auf jeden Fall, ne? Der Abi, unser Kapitän, der macht den Ball hier hin und von da rein ins Tor. Wisst ihr Bescheid? Schnell wegmachen, bevor ich Ärger vom Trainer kriege. Grundsätzlich gibt es nicht viel zu sagen. Wir sitzen geniale Fußballer. Meine Idee war es, klar zu sagen, wir verteidigen erstmal sauber in einem 3-2. Eine Stunde zu spät. Ich bin der Meinung, weil wir mit Abseits spielen, kann man sagen, wir verteidigen unsere eigene Hälfte. Weil so haben wir auch Platz, ich sag mal, wirklich viel Tiefe, wenn wir in Ballbesitz kommen. Das Allerwichtigste, Jungs, ohne Scheiß, habt Spaß. Seid nicht nervös, also seid nervös, klar, ist normal, aber setzt euch nicht unter Druck. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vollstes Vertrauen in die Jungs, vollstes Vertrauen. Wir haben ein geiles Team zusammengestellt und jetzt liegt es an den Jungs, die Punkte zu holen. Das ist ein Profi, guck dir das an. Er setzt sich direkt aufs Fahrrad. Ja, stark. Das erste Tor in der Baller League Geschichte ist gefallen. So, wir sind mitten auf dem Feld jetzt. Gleich geht's los in ein paar Minuten, Alter. Unser erstes Spiel für die Pro-Tatos. Da sind die Jungs. Die Jungs sind im Fokus, die sind so im Fokus, das ist geil, Alter.
Zum Glück müssen Holzi und ich nicht spielen. Vielleicht irgendwann mal an einem Tag. Und dann war es endlich soweit. Unser erstes Spiel ging los gegen die Käfigtiger von Dia und Kevin Prinz Boateng. Unsere Jungs waren auf jeden Fall heiß. Spiel geht los und wir spielen einfach gegen einen Ex-Liverpool-Spieler. Ja, sehr gut. Da hab ich's ja richtig gezuckt, ne? Warte, bis der Tom in Position ist mehr, ne? Ich bin nur hier. Können wir auch keinen Tor kassieren. Was ein Ball, oh mein Gott, das ist eine Legende. Ich glaube, ich feiere die Jungs am meisten hier, kann das sein. Wir sind gottverdammte Macher, Alter. Endlich haben wir mal ein geiles Team. Jetzt halt. Ja. Da ist er doch. Abi! Das ist der Tor! Der hat kein Abi, aber der hat einen starken Rechten. Ja. Unzeigen. Egal. Hinter, zweiter Ball! Ja. Bam! Oh, wir haben geisteskranke Leute. Wir spielen einfach geil, Jungs. So kranke Leute, Alter. Ja, geht euch alles gut. Nope. Ja! Junge, let's go! Ja, du Pascal, weiter direkt nach oben! Was hier? Egal, kann passieren, ja. Guck mal, andere Seite. Sehr gut. Goal! Die machen nur Volley-Challenge. Ist doch noch gar nicht. Ja! Oh, der Game-Changer kommt. Es fühlt sich an wie ein Loot-Drop. So, kurz Unterbrechung. Jedes Team spielt jetzt nur noch mit drei Spielern. Gott, nicht ins Tor! Nicht ins Tor! Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht gerade. Du Schweinepriester, Alter. Außerhalb Hand genommen, das heißt Penalty. Ihr seht, in der Baller League kann alles zu jeder Zeit passieren. Es gibt auch keine normalen Elfmeter, sondern es werden Oldschool Penalties ausgeführt. Wir sind wieder Ballbesitz! Komm her! Penalty! Hey! 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 Wieder Ballbesitz! 1, Apfel, 3-3, sehr gut, sehr gut, sehr gut, wir haben aufgeholt. Das war unser Gamechanger, so wie wir den wollten. Das ist intense, Alter, das ist intense. Stark. Wir machen das jetzt. Jetzt haben die keinen Bock mehr. Wir haben so viel getroffen. Direkt wieder Klebe. So einer. Gut, auf einmal! Einfach Abi. Und Abi! Abi, weiter! Linker Fuß! Unser Ball! Tom! Nein! Falsch gesehen. Schieber! Letzter Mann! Mal langsam, Mike! Hey! Leon! Ja, weiter, kleben! Oh. Hey, Ball! Sehr gut, Max. Nein, Max! Weiter! Hey! Gabi! Hey!
Ey, Abi ist Maschine, Alter. Mach ihn! Nein! Komm, Kenny, komm! Ey! Ruhig! Weiter, weiter! Tschüss! Abi, 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 weiter hoch! Abi, du machst doch ein! Ja! Abi, du bist es! Penalty! Penalty! Abi! Geht? Nur auf vorne, Schiri. Pass auf jetzt, Abi! Hände! Hände! Ja! Ja! Oh. Da kannst du ihn. Vorne, Galaxy! Nein! Frisch auf! Nein! Du warst ein Alter! Wir dominieren die doch! Wir haben die! Wir haben die! Oh mein Gott, Digga. Zurück, zurück, zurück! Ey, jetzt kommt wieder das Glücksrad. Ey, eben hat uns zurückgebracht, jetzt wieder Glück. Glück auf unsere Seite, komm, wir, komm, komm. Wir sind so die am Dominieren, das ist geisteskrank. Zweimal im Spiel entscheidet das Glücksrad über verrückte Handicaps für beide Teams, die das Spiel komplett verändern. Man darf jetzt nur nach ey, vorne spielen. Genau das wollten wir, das ist sehr gut für uns. Wenn die Schiedsrichter und die Teams bereit sind, kann jeder ja, aber ich liebe den, Alter. Danach mache ich im Heiratsantrag. Nope. Ja. Letzte Minute! Eine Minute! Ja, genau! Weiter! Ja! Schuss! Mach alleine! Nein! Komm, schalt dich ein! 4, 3, 2, 1, Abpfiff! Ey, 3-3, nehmen wir mit. Geiles Spiel. Ja, nächste Woche machen wir Abschlusstraining, Jungs. Das ist wirklich. Der Ball muss nur noch ins Tor. Bis dahin alles top. Das Spiel war 90-10. Das Spiel müssen wir 8-2 gewinnen. Aber wichtig ist, glaube ich, in so einer Saison oder so einem Turnierverlauf zu sagen, wir gehen hier nicht als Verlierer vom Platz, aber wir holen so einen Punkt gegen eine wirklich gute Mannschaft, wo drei Ex-Profis mitgespielt haben. Haben wir mehr als Paroli gehalten. Also ich glaube, wenn man sich nochmal die Highlights reinzieht, was wir für Chancenverwertungen oder was wir für Torchancen hatten, ich glaube, der Sieg war mehr verdient als auf Unentschieden. Aber so ist Fußball, Jungs, der kann leider dann nicht gewinnen. Aber es war ein Riesenspiel von uns. Super. Das kann auch nicht.